Die letzte Folge habe ich mit Lil aufgenommen und noch am gleichen Tag der Veröffentlichung davon haben die Meisterschaft in Frankreich gewonnen. Und dieses Mal ist jetzt Arsenal dran. Bin ich ja mal gespannt, was dann passiert. Servus oder so und herzlich willkommen zur 6. Folge von One Season Wonder. So lange habe ich dieses Format noch nie durchgezogen. Wir haben jetzt auch schon haufenweise Vereine hinter uns. Als letztes haben wir Lille zum französischen Meister gemacht. Und heute ist nun tatsächlich, ihr wisst ja schon aus dem Intro, der FC Arsenal dran, die Gunners. Ja, Gunners, ja! Die haben die Abstimmung sogar mit ordentlich Vorsprung gewonnen. Hätte ich gar nicht damit gerechnet. Wir unterschreiben also dort unseren neuen Vertrag und landen damit wieder in der Premier League. Arsenal aktuell 6. in der Tabelle. Wir haben da definitiv einiges zu verbessern. Unser Ex-Club Chelsea ist 2. Die wollen und müssen wir natürlich auch bezwingen. Jetzt springe ich aber erstmal in die nächste Saison rein. Allein schon, um das Transferbudget auszuchecken, 144 Millionen. Ich korrigiere 244 Millionen. Den Boost nehmen wir in diesem Format ja jede Saison mit, 100 Millionen. Ansonsten läuft es ab wie bei einer Sprint to Glory. Jedes Spiel wird schnell simuliert. Wir kümmern uns vor allem um die Transferphasen. Und ein Spiel pro Saison darf und muss sich selbst zocken. Das Champions League Finale kann es ja leider nicht werden. Aber mir wird auch schon der Ligatitel vollkommen ausreichen. Wir schauen uns auch gleich nochmal den Kader näher an. Vorher lasst ihr noch ganz schnell bitte einen Daumen da. Das letzte Mal sind wir ganz knapp an den 10.000 gescheitert. Vielleicht packen wir es ja heute an. Ansonsten abonnieren, Glocke aktivieren und jetzt den Erfolg mit Arsenal maximieren. Ich habe schon mal direkt etwas Ordnung in das Chaos hier gebracht. Als Formation spielen wir jetzt ein 4-3-3 mit einem ZOM und zwei Sechsern dahinter namens Guendouzi und Kessier. Generell muss man sagen, ist das schon eine ziemlich starke Mannschaft. Auf der Bank sind wir gut besetzt. Dazu ein riesengroßer Kader. Also ich sehe verdammt hohes Potenzial hier bei Arsenal. Die Transferliste ist dementsprechend natürlich sehr, sehr gut gefüllt. Unter anderem mit Jerome Boateng. Die beiden Kollegen hier will ich übrigens eigentlich gar nicht ausleihen, aber man kann die einfach nicht runterstreichen von der Liste. Ich drücke die ganze Zeit Y und da passiert nichts. Und auch über die Teamzentrale geht es leider nicht. Für die Neuverpflichtungen möchte ich mich jetzt erstmal auf die Innenverteidigung, Rechtsverteidigung, Sturm und einen neuen Keeper konzentrieren. Die Zeit ist reif, um sich Donnarumma zu gönnen. Der ist ja mittlerweile auf dem nötigen Niveau. Außerdem versuche ich natürlich auch immer unterschiedliche Spieler zu holen in diesem Format und da sind nicht mehr so viele Torhüter übrig geblieben jetzt. Donnarumma war einer davon und der ist natürlich eine absolute Maschine. Hier. Davor dann einfach Edmond Tapsoba für 101 Millionen und damit sollte die Abwehr bombensicher stehen. Das Krasse ist halt, dass ich dadurch jetzt schon eigentlich die ganze Kohle ausgegeben habe und wir jetzt erstmal auf Spielerverkäufe warten müssen. Am schnellsten sind Dembele, Runarsson und Wilmot weg. Im Vorbereitungsturnier sind wir immerhin bis ins Halbfinale vorgedrungen und damit stehen wir jetzt zumindest schon mal wieder bei über 60 Millionen Euro. Da kommt jetzt noch die Kohle für Schief, Pozuelo und Batshuayi dazu. Es geht was voran hier. Ey, das ist echt richtig krass, was hier abgeht. Naja, wobei jetzt ist auch schon wieder Transfer Deadline Day. Jetzt gab es so eine Phase, wo uns einfach niemand mehr verlassen wollte. Es kommt andauernd zum Stillstand. Liegt da wahrscheinlich einfach an dem hohen Gehalt, was die Spieler hier so kassieren. Jetzt kann ich auch echt nicht mehr länger warten. Mit einem Budget von 131 Millionen möchte ich auf jeden Fall einen neuen Rechtsverteidiger kaufen. Wegen Stürmer müssen wir dann noch schauen. Ich habe mich jetzt doch anders entschieden. Habe mit Gabriel Jesus erstmal einen Stürmer geholt für 95 Millionen. Denn Stürmer haben wir tatsächlich nur einen im Kader mit Tammy Abraham. Rechtsverteidiger hingegen aber zwei. Und deshalb war auf der Position die Verstärkung dringender nötig. Aber keine Sorge, RV kommt jetzt natürlich auch noch dran. Da holen wir jemanden, mit dem wir schon zusammengearbeitet haben. Bei Chelsea damals. Joao Cancelo. Der ist natürlich 31 Jahre alt, hat dafür aber auch eine 88er Gesamtstärke und gerade mal 72 Millionen gekostet. Den muss ich jetzt natürlich noch umwandeln. Ich hoffe mal, das dauert nicht zu lange. 36 Wochen steht da. Das ergibt mal wieder überhaupt keinen Sinn, FIFA. Aber vielleicht setzt ihn der automatische Trainer ja trotzdem als RV ein. Ich setze ihn jetzt auf alle Fälle schon mal auf genau die Position. Ja, und zur Not spielt dann halt doch einfach Maitland Niles. Der ist ja jetzt auch nicht so verkehrt. Generell muss man sagen, ist das echt eine starke und talentierte Truppe. Ob das so aber schon für den Premier League Titel reicht? Ihr könnt mir ja mal jetzt direkt eure Einschätzung unten in die Kommentare reinballern und während ihr das jetzt schreibt, simuliere ich in den Januar 2026.
Ich verspreche es euch, ich habe nicht hingeschaut. Ich habe überhaupt keinen Plan, wie wir abgeschnitten haben. Aber das 63er Manager Rating da links oben verheißt nichts Gutes. Im FA Cup sind wir logischerweise noch mit dabei. Aber was ist mit der Premier League? Das sind wir Dritter. 6 Punkte hinter Chelsea, finde ich vollkommen in Ordnung. Wir können definitiv noch Meister werden dieser Saison. Und so einen spannenden Meisterschaftskampf würde ich sogar ziemlich cool finden eigentlich. Wir stehen im Halbfinale des Carabao Cups. Ich meine, was wollen denn die noch von uns bitte? International haben wir doch nicht mitgespielt, oder? Also in der Champions League sowieso nicht. Aber in der Europa League sind wir dabei, okay. Hätte ich mir eigentlich denken können, wurden Erster in der Gruppe. Also das muss mir echt mal jemand erklären, woran der Vorstand da rummeckert. Aber vielleicht sind irgendwelche Spieler unglücklich oder so. Und deshalb auf der Transferliste, ich verkaufe die nicht, weil ich sie ja auch gar nicht verkaufen kann. Weil ich ja einfach Kalender simuliere. Okay, Bernd Leno ist auf alle Fälle unglücklich. Der hat um einen Transfer gebeten. Aber ist, glaube ich, der Einzige. Und ich werde den auch trotzdem einfach hier behalten. Denn so ein 85er Torhüter Backup ist schon nicht verkehrt. Ansonsten muss ich jetzt eh erstmal abwarten, bis sich Spieler verkaufen. Denn mit der Kohle kannst du nichts anfangen. Was aber natürlich auch noch eine Möglichkeit ist, um an ein bisschen Geld zu kommen, sind Vertragsverlängerungen. Dann hinterlassen wir hier auch gar keine so schlimme Wüste der Zerstörung. Ich verlängere die mal alle und hoffe, dass sie ein bisschen weniger Gehalt haben wollen. Hey, jetzt konnte ich aber Leno auf einmal von der Transferliste runternehmen, weil mir ist aufgefallen, dass ich seinen Vertrag verlängern konnte. Da ich zeige es euch nochmal, von der Liste streichen. Denn Leno ist jetzt doch nicht mehr auf der Transferliste. Verträge habe ich auch alle verlängert, wobei das eher den gegenteiligen Effekt hatte. Das hat uns eher Geld gekostet. Das Gute ist dann aber wiederum, also es war jetzt nicht so sonderlich viel, und ich kann jetzt mehr Spieler verkaufen, weil ansonsten würden die nur mit Vorverträgen und so daherkommen. Und das würde uns ja aktuell auch nichts bringen. Außerdem kosten Spieler mit längerem Vertrag mehr Geld. Also ich denke mal, das war trotzdem eine gute Idee. Ey, das ist echt ein richtiger Erfolg, dass wir Matthew Smith wegbekommen haben. Jetzt muss ich den auch nicht mal aussprechen, aber das war einer von den schlechteren Spielern. Und da kommt es halt die ganze Zeit zum Stillstand, ne? Wir sind jetzt auch schon wieder am 27. Januar. Mia Peña noch zu Köln! Das gibt noch mal ein bisschen Kohle! Und ich freue mich da halt wirklich richtig drüber. Ich muss mich drüber freuen. Ihr habt gesehen, es sind noch 8 Stunden auf der Transferuhr. Boateng, da haben wir vielleicht eine Chance. Jawohl, und der geht wirklich zu Fenerbahce. Bringt aber natürlich jetzt nicht so besonders viel Kohle ein. Das wäre bei Max Bird schon ein bisschen anders. Nur geht da wiederum die Zeit aus. Bis zur 2-Stunden-Marke kann ich jetzt noch simulieren. Wir haben die Übereinkunft. Aber das wird nicht mehr klappen. Das dauert normalerweise immer 2 Stunden. Und das heißt, wir müssen jetzt mit diesen 16 Millionen oder was ist es, auskommen. Vielleicht kann ich ja irgendwie einen Deal starten, bei dem ich noch einen Spieler mit eintausche. Wir haben noch einen neuen, besseren Sechser dazu bekommen. Und das wirklich für unseren allerletzten Cent, für unser letztes Hemd. 20 Millionen für Tomasz Suchek oder so. 100% falsch ausgesprochen. Ich habe da noch einen von unseren Sechsern mit dran gegeben. Aber jetzt einen eher unwichtigen. Der hat eine 80er Gesamtstärke. Mir fällt nicht mal der Name ein. Der hat auf alle Fälle keine Rolle gespielt. Bei Suchek wird das hoffentlich ein bisschen anders. Der ist aktuell noch verletzt. Ich glaube aber nicht mehr lange. Ist natürlich ein bisschen schade für Kessier, aber so ist das nun mal im Fußball. 2 Wochen ist Suchek noch raus. Also das geht auch vollkommen in Ordnung. Das war es auf alle Fälle auch von der Wintertransferphase. Und jetzt können wir uns Vollgas auf die restliche Saison konzentrieren. Und da gibt es noch so viele interessante Spiele. So viele interessante Wettbewerbe. Euroleague-Finale. In der Premier League geht es um den Titel. Wir haben den FA Cup. Also ich simuliere jetzt einfach mal Monat für Monat durch, weil ich muss das alles ganz genau im Auge behalten. Nicht, dass wir da irgendwas verpassen. 1. März 2026 im Pokal haben wir gegen Portsmouth verloren. Das Hinspiel ging nur 1-1 aus. Das heißt, wir sind einfach gegen Portsmouth rausgeflogen. Aber gut, auf dem Kanal wahrscheinlich einer der Gegner, gegen den man noch am ehesten rausfliegen möchte. In der Euroleague sind wir natürlich weitergekommen. Da geht es als nächstes gegen Atalanta. Ansonsten sehe ich hier jetzt auch keine anderen Wettbewerbe. Das gegen City gleich. Das ist das Finale des EFL Cups. Aber das ist jetzt auch kein so toller Wettbewerb. Und ich will mein selbstgezocktes Spiel nicht jetzt schon direkt verschwenden. Ich simuliere mal noch einen Monat weiter bis zum April. Da sind wir auch schon. Wir spielen als nächstes gegen Manchester United in der Euroleague. Heißt, wir sind auch gegen Atalanta weitergekommen. Sehr, sehr knapp ging es da aber zu. Links oben, Pokal gegen City haben wir uns auch durchgesetzt. Das war der erste Titel in dieser Saison. Die Liga wäre vielleicht mal wieder ganz interessant zu sehen. Da sind wir 7 Punkte hinter Chelsea. Wird extrem schwer, das nochmal aufzuholen. Manchester United ist gerade mal 9. Dann sollten die doch easy schlagbar sein in der Euroleague. Weil ich jetzt schon mal Bock, nicht immer nur das Champions-League-Finale selbst zu zocken, sondern hier und heute vielleicht mal das Euroleague-Finale.
Und es sieht immer noch ganz gut aus, was das angeht. Das ist jetzt schon das Halbfinale. Da treffen wir auf Leicester. Das Hinspiel haben wir 2-1 gewonnen. Und jetzt schauen wir uns mal gemeinsam an, wie das Rückspiel ausgeht. Tag für Tag läuft runter. Und jetzt ist es soweit. 3-1. Jawohl. Und damit stehen wir im Finale der Euroleague. Genau bis dahin simuliere ich jetzt auch noch schnell. Wir können auf alle Fälle noch einen Titel gewinnen. Das wäre dann der zweite in dieser Saison. Aber wie ist eigentlich die Liga ausgegangen? Sah ja nicht so aus, als hätten wir da nochmal eine Chance. Wir sind Erster. Wie zur Hölle sind wir bitte noch vor Chelsea gelandet? Da hätte ich ja fast da das entscheidende Spiel besser gezockt. Aber ich war so auf die Euroleague fokussiert. Aber gut, ist jetzt auch nicht verkehrt, das Euroleague-Finale mitzunehmen. Ey, wie krass ist das denn bitte? Haben wir hier einfach noch die Premier League geholt? Alles in allem jetzt schon eine sehr, sehr erfolgreiche Saison. FA Cup, da war es leider nicht so weit, weil ihr wisst ja, Portsmouth ist einfach zu stark. Dafür Carabao Cup haben wir uns gegönnt. UEFA Superpokalsieger ist Liverpool. Die Champions League geht an. Man weiß es noch nicht. Entweder Leipzig oder Inter Mailand. Ja, die Euroleague wird gleich ausgetragen. Beziehungsweise das Finale davon. Gabriel Jesus fehlt uns leider. Der ist gesperrt. Top-Torschütze war aber zum Glück sowieso Jeremy Doku. Ich glaube, den spricht man so aus. Gabriel Jesus. Martinelli bombt ordentlich, bester Vorlagengeber ist einfach Julian Brandt. Und er wird natürlich auch gleich von Anfang an ran dürfen in diesem Finale der Europa League. Habe ich überhaupt schon mal in einem Video von mir das Euroleague-Finale selbst gezockt? Wir sind im Signal Iduna Park unterwegs, im Stadion von Borussia Dortmund. Und es geht nicht um den Henkelpott, sondern um den schönen Pokal hier. Das ist auch mal ganz was anderes. Ich feier's. Ich hoffe, euch geht's genauso. Ich meine, für sowas ist dieses Format ja da. In der letzten Episode war es die französische Meisterschaft und dieses Mal hoffentlich der Europa-League-Pokal. Wobei sich uns da natürlich Monaco in den Weg stellen möchte. Die gilt es noch wegzuräumen. Da spielt ein Sargent mit der Nummer 9 im zentralen Mittelfeld. Jetzt frage ich mich natürlich, ist das der von Bremen? Kann ich mir irgendwie nicht so ganz vorstellen. Aber doch, ich denke, das ist er. Ihr seht ihn doch auch. Aber das soll jetzt auch nicht zum Hauptthema des Videos werden. Stattdessen geht es weiterhin darum, Titel mit dem FC Arsenal zu gewinnen. Das ist Doku. Der hat doch eigentlich brutales Tempo. Immer noch Doku. Der Pass ins Zentrum. Wir kommen gerade noch nicht so richtig zum Abschluss. Aber vielleicht ist es ja gleich so weit. Bitte stand er nicht im Abseits. Das ist Tammy Abraham. Abraham, nicht gut gemacht von mir. Da wollte ich es zu schön machen. Dachte, der Keeper kommt etwas schneller raus. Aber jetzt nein. Hey, komm, das müssen doch einfach Tore sein jetzt aber. Der ist 100% im Kasten, Abraham. Auch wenn ich ihn eigentlich in die linke Ecke schießen wollte. Abraham dachte sich, nein, danke, ich bolz den einfach in die Mitte. Und da ging der Ball auch ziemlich genau hin. Aber aus der Distanz natürlich dann trotzdem nicht zu halten für den Keeper. Wir führen hochverdient mit 1-0. Und jetzt ist der Knoten geplatzt. Komm, Jungs, das ist Abraham. Es geht genauso weiter wie vor dem Tor. Als nächstes läuft da Doku aus spitzem Winkel an die Latte und... Das ist der Wahnsinn, ey. Ich hoffe mal, die Chancenverschwendung wird hier nicht gleich bestraft. Aber das sieht ganz so aus. Und natürlich... 39. Golovin, der Kapitän von Monaco, schlägt zu und es steht wieder unentschieden, 1-1. Das war halt die erste Tormöglichkeit von denen überhaupt. Suček, Junge. Ja, es steht 1-1 zur Pause und hier der Beweis, ein Schuss von Monaco. Wir haben 70% Ballbesitz. Ich weiß gar nicht, wann ich den Computer zum letzten Mal so heftigst dominiert habe. Also eigentlich macht das gerade echt Spaß hier, nur die Chancenverwertung, das ist der Wahnsinn. Jetzt trifft auch noch der Zentral Mittelfeldspieler Josh Sargent und das war ziemlich stark rausgespielt, muss man sagen. Da gab es dann auch wenig zu verteidigen. Josh Sargent im ZM und damit gewinnen die jetzt, oder was? Ey, das ist gerade hier so das absolut typischste FIFA-Spiel ever. Doku immer noch in Ballbesitz zu Abraham, der nach außen zu Saka. Saka bringt ihn rein und der geht nicht ins Tor. Was zur Hölle? Das kannst du doch keinem erzählen, was hier abgeht. Natürlich kein Tor, möglicherweise dafür jetzt. Das ist irre. Das ist absolut irre. Ich glaube, EA will einfach nicht, dass man das Euroleague-Finale gewinnt. Ich wechsle jetzt dreimal aus, aber ihr seht ja selbst links oben die Uhr. Uns läuft die Zeit komplett davon. Da haben wir den eingewechselten Martinelli. Der zieht jetzt ins Zentrum rein. Immer noch Martinelli. Willock ist auch neu. Aber jetzt stehen die da wieder mit allen Leuten. Abraham, bitte, Junge, Abraham, da ist es in der 89. irgendwie. Direkt alles wegdrücken,
wir wollen keine Wiederholung sehen. Wir versuchen noch das 3-2 hier zu schießen. Ich habe keinen Bock auf Verlängerung. Aber wahrscheinlich kann ich es nicht mehr verhindern. Wenn, dann müsste das jetzt sofort passieren mit diesem Angriff. Da unten ist so viel Platz. Bitte, Schiri, pfeif nicht ab. Aber Saka kann halt nicht mehr. Der ist nicht mehr besonders schnell unterwegs. Bukayo Saka, Willock. Solange ich den Ball hier vorne habe, pfeift der Schiri normalerweise nicht ab, aber ich habe halt auch keine Anspielstation. Und jetzt ist es dann doch passiert. Es gibt die Verlängerung. Und das ist so unverdient, ey. Schaut euch die Statistik an. Es sieht ein bisschen besser aus als nach der ersten Halbzeit, aber trotzdem. Das kann es einfach nicht sein. 30 Minuten gibt es nochmal oben drauf, aber jetzt sind halt auch schon wieder 10 davon rum. Martinelli in den Rückraum und dann steht da Willock. Wir führen zum zweiten Mal in diesem Spiel. Und dieses Mal gehen wir es nicht mehr her. Zur Halbzeit der Verlängerung habe ich jetzt noch Nelson reingebracht. Dafür geht Martinelli in den Sturm. Und jetzt gibt es auch noch mal eine Ecke in der Nachspielzeit der Verlängerung. Saka köpft ihn raus. Schiri, bitte. Er pfeift das Ding ab und damit gewinnen wir in der Verlängerung die Europa League mit 3-2. Das war so unnötig knapp. Das wäre jetzt so bitter gewesen, wenn ich das nicht gepackt hätte, wenn ich hier nicht die Europa League gewonnen hätte. Zwischenzeitlich hat es sich ja schon so angefühlt, das würde es EA einfach nicht wollen. Es ist ja so in der Sprint to Glory schon immer gefühlt unmöglich, die Europa League zu gewinnen. Die Champions League, klar, die gewinnst du irgendwann, aber in der Europa League scheidest du einfach jedes Mal aus. Die ist so ein bisschen verhext im FIFA-Karrieremodus. Jetzt müssen wir uns natürlich noch ganz schnell die Celebrations anschauen. Gianluigi Donnarumma hat 2 Gegentore bekommen, obwohl er unser bester Spieler ist. Und Capitano war einfach Niklas Süle. Und der schnappt sich jetzt hier diese Trophäe. Die sieht ganz schön schwer aus, aber ich denke mal, für den Niki ist das kein Problem. Der FC Arsenal gewinnt tatsächlich die Europa League. Dazu ja noch die Premier League. Es war eine überragende Saison hier. Aber noch ist nicht ganz Schluss hier. Denn zum einen muss ich jetzt ein paar Tage weiter simulieren bis zum 1. Juni. Denn dann können wir herausfinden, wer die Champions League gewonnen hat. Das wollen wir auf alle Fälle schon noch sehen. Und der Sieger ist Inter Mailand. Die sind so granatenmäßig gut hier geworden, nachdem wir die übernommen haben. Jetzt ist die Frage, welcher Club ist da als nächstes dran? Und dafür klicke ich auf die Jobangebote. Wir haben da den FC Liverpool, Atletico Madrid, FC Barcelona, Real Madrid. Also 3 spanische Vereine, die 3 besten spanischen Vereine und dazu der FC Liverpool. Ihr könnt abstimmen. In der Videobeschreibung findet ihr den Link. Da klickt ihr jetzt alle ganz entspannt drauf, damit ich weiß, wen ihr als nächstes bei dem Format sehen wollt. Die Frage ist auch, irgendwann muss ich es ja beenden, das Ganze. Da könnt ihr mir auch gerne mal eure Meinung unten reinschreiben. Soll ich die Serie noch weiterführen oder ist jetzt dann mal Schluss? Würde mich definitiv mega interessieren. Haut noch schnell einen Daumen rein und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, euer Birdie. Und beim letzten Video habe ich dann einfach vergessen, die Endcard danach noch aufzunehmen. Das mache ich jedes Mal, aber beim letzten Mal bei der Sprint to Glory einfach komplett vergessen. Genau die Sprint to Glory findest du übrigens hier. Da kannst du nochmal nachschauen. Da gab es zwar eine Endcard, aber da habe ich dann einfach Gameplay eingeblendet, weil ich kein Material von der Kamera und so weiter hatte. Ich hatte nichts gesagt. Und anderes Video, Infocard, Playlist und so weiter. Genau, vor allem Infocard, Playlist, das könnt ihr dann abchecken.